Wenn die so abstrakt gerne mögen, dann bleiben wir vielleicht bei dem Abstraktsein. Auch nicht so richtig abstrakt. Vielleicht ein bisschen süß. Süß wäre mal schön. Aber bisher mochten die meine süßen Bilder ja nicht so gerne. Aber wir schauen einfach mal. Wahrscheinlich ist es jetzt schon zu erkennen. Es soll eine Banane sein, Leute. Es soll eine Banane sein. Falls man es nicht erkennt, ist es eine Banane. So, eine geschälte Banane natürlich. Aber gleich kommt der Clou, Leute. Denn ein bisschen rausgedacht aus den konventionellen Sachen ist da drinnen natürlich ein Wesen aufgewachsen. Scheiße. Das ist überhaupt nicht süß. Moment. Oh Gott, dieses Bild gefällt mir überhaupt nicht. Was ist das geworden? Was ist das bloß? Was ist das für ein Viech? Ich mach das Gesicht nochmal neu. Das ist nicht süß genug, Leute. Das ist mir nicht süß genug. Okay, wir machen zwei ganz kleine Augen. Und dann kommt hier so ein Mund hin. Ja, schon süßer zumindest. Ah, ich bin nicht zufrieden damit, Leute. Ich bin nicht zufrieden. Das habe ich mir anders vorgestellt. Jetzt sieht das eher so aus, als wenn er drauf sitzen würde, ne? Na gut, komm, wir malen hier. Er sitzt da drauf. Und das ist dann quasi eine Rutsche. Das ist eine kleine Rutsche für ein, was weiß ich, was das für ein Viech ist. Und der rutscht die Banane runter. Das ist eine Bananenwasserrutsche. Und deswegen ist hier auch natürlich ein bisschen Wasser drauf. Ui! Ja, Wasserrutsche! I don't know. Das ist ein Wasserpark, Leute. Seht ihr nicht das Schild? Hier steht doch Wasserpark. Das ist natürlich auf dem Schild hier drauf. Und dieses Schild ist hier so angebunden. Und er ist quasi das Maskottchen von diesem Wasserpark. Und im Hintergrund sind auch noch ganz viele von denen. Und die warten alle, weil sie wollen auch mit der tollen Banane fahren. Und hier ist dann so eine Treppe, wo die alle hochgehen können. Höp, 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 höp. Keine Ahnung. So, ist doch schön. Okay, der Bananenwasserpark. Der Bananenwasserpark ist das. Bananenwasserpark. Zack. So. Keine Ahnung. I don't know. Der gefällt sowieso gar nichts, die ist blöd. Okay, vielleicht sollten wir ein bisschen was mit Weltraum machen. Wir wollen ja auch, wir wollen in alle Richtungen gehen. Wir wollen auch irgendwie, als Kind wollte ich immer Wissenschaftler werden, von daher, oder Astronaut, Fragezeichen. So, und in den Weltraum gehört natürlich die Welt, die müssen wir malen, Leute. Die Welt ist hier ein bisschen weiter links angesiedelt. Der blaue Planet, 365, ja, nimm mit. Der gibt immer richtig viel Geld aus, der Dude. Der ist toll. So, jetzt ist die Frage, jetzt kommt raus, wie schlecht ich in Geografie bin. Ich bin nämlich wirklich richtig, richtig schlecht in Geografie. Okay, wir malen Europa, denn Europa kenne ich zumindest so ein bisschen. Beziehungsweise wir malen hier erstmal Afrika. Das hat hier so unten so ein Böbel, ne? Oh Gott, ich habe das zu groß gemalt. Kann man das als Afrika erkennen? Ja, kann sein. Dann geht hier so das ein bisschen ab. Dann haben wir hier Portugal. Daneben Spanien? Ich bin mir nicht sicher. Oder Spanien hier oben? Oh Gott, okay, hier ist auf jeden Fall das britische Königreich oder so. Und dann geht's hier rüber nach Russland. Ist da, glaube ich, auch irgendwie. Und dann hier unten kommt dann hier dieser Stiefel. Das ist Italien. Darüber ist die Schweiz. Dann ist hier irgendwo Deutschland. Und rechts davon kenne ich mich so gar nicht aus. Dann kommt hier irgendwie, so, das ist Griechenland. Und die ganzen anderen östlichen Orte, die ich alle nicht kenne. So, und die sind ja irgendwie auf so einer Insel. Das ganze englische Reich. Okay, ich glaube, mein Europa ist richtig falsch. Aber zumindest, ich habe den Stiefel zumindest. Daher kann man das erkennen, dass das Europa sein soll, Leute. Wir haben natürlich die kleinen Inseln bei Griechenland nicht vergessen. So, und hier ist, glaube ich, auch noch Madagaskar oder sowas. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Hat schon einen Grund, warum ich immer eine 4 in Erdkunde hatte. So. Und wir können hier vielleicht noch so ein bisschen Amerika andeuten. So, und hier ist auch noch Südamerika. So, und wir können natürlich auch die Pole einzeichnen. Upp. Der Südpol und der Nordpol, Leute. Sind die so groß? Sind die noch größer? Wir können ja hier dann auch noch Grönland hinmalen. So, da haben wir Grönland. Grönland ist für mich einfach immer eingeschneit, keine Ahnung. Und Afrika liegt einfach mitten auf dem Südpol. So muss das, Leute. Guck mal, das sieht schon fast aus wie so ein Gesicht. Wenn ich hier jetzt noch so einen Mund hinmachen würde, wäre es ein Gesicht. Aber ich habe was anderes vor, Leute. Ich will wieder ein Tier malen. Weil ihr wisst ja, ich bin richtig der gute Tiermaler. So, mit welcher Farbe mache ich denn das jetzt? Im Weltraum kann man halt weiß eigentlich sehr gut sehen. Ne? Wir machen das mal in Rot. Oh Mann, ich bin so schlecht im Tiere malen, Leute. Das wird wieder nichts. So. Ein kleiner Schwanz. Und dann kommen hier noch irgendwie die Pfoten hin. Erste Pfote. Die zweite Pfote ist so ganz klein dahinter. Und dann hält der natürlich noch mit einer Pfote.
die Welt so ein bisschen fest. Halt sie das. Was ist das für ein Viech? Wir wollen keinen Schweinebärmann malen. Nein, 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 das ist nicht gut. Das sieht wie ein Rüsseltier aus oder so. Das wollte ich halt gar nicht malen. Jetzt ist es eine Maus. Ach Leute, was male ich hier, hä? Was male ich hier? Es sollte eigentlich ein Fuchs werden. Ich wollte einen Firefox malen. Wir bringen gleich die Akzente noch mit rein, dann wird das wieder besser. Oh, mon ami! So, ich glaube, Füchse haben so... Ah, das können wir eigentlich mit diesem Spray-Ding machen. Haben so schwarzen... schwarze Schnauzen. Ich weiß nicht, was ich hier male. Hat dann natürlich noch ein Auge. ein bisschen Akzente im Ohr. Und wir müssen irgendwie noch sein Fell besser darstellen. Vielleicht mit so einem etwas dunkleren Braun. So, hier über so ein bisschen Fell. Das sieht halt echt aus wie ein Bär. Ich mal hier einen Bär. Ich will gar keinen Bären. Ich komme auch ehrlich gesagt nicht mit diesem Spray-Ding zurecht. Also das, mit ganz viel Fantasie ist das vielleicht ein Fuchs. Eher nicht. Eher so überhaupt gar nicht. Ist das schlecht. Aber die Welt finde ich nicht so schlecht. Die Welt ist ganz okay, sag ich mal. Vielleicht können wir hier noch so ein bisschen ein paar Krallen reinmachen. So, das ist natürlich ein Schatten hier unter ihm. Das ist alles Schatten, denn er wirft einen Schatten auf die Welt. Und das zeigt, dass die Welt beschützt werden muss. Beziehungsweise er ist der Mond. Denn die Dunkelheit kommt nicht irgendwie davon, dass die Sonne nicht da ist. Sondern die kommt von diesem Fuchs. Und dieser Fuchs ist nämlich die Sonne. In Wirklichkeit ist er die Sonne. In Wirklichkeit ist die Sonne ein Fuchs, der aber einfach nur so hell leuchtet, dass wir ihn einfach nur als gelbes Etwas sehen, obwohl er eigentlich ein roter Fuchs ist. Der strahlt einfach so viel Wärme und Energie aus, dass diese Energie zu Licht wird, Licht und Wärme. Und er ist eigentlich dafür zuständig, dass auf der Welt Licht existiert und dass wir alle sehen können und dass die Pflanzen ihre Metamorphose machen können, ich hoffe, das ist das richtige Wort dafür, und wachsen können, und dass wir alle leben können. In Wirklichkeit ist es genau dieser Weltraumfuchs, der dafür zuständig ist. Eigentlich sollten wir ihm Opfergaben geben. Er beschützt nämlich unsere Welt, gibt uns die Nacht, damit wir uns ausruhen können und schlafen können. Er gibt uns die Wärme und das Licht und er schützt die Welt vor Meteoreinschlägen, die hier überall auf ihn einprasseln. Er schützt uns einfach, er schützt uns. Und wir sollten ihn wirklich dankbar dafür sein. Denn er wird wirklich stark verletzt von diesen Meteoren. Und das ist nicht cool, Leute. Das ist echt nicht cool. Deswegen hat er auch überall Verletzungen. Guck, hier wurde er schon einmal getroffen. Da blutet es auch richtig doll raus. Sieht man jetzt vielleicht nicht so wirklich. Es blutet nämlich Licht. Und wie gesagt, können wir das Licht nicht so, nur so komisch sehen. Und wissen nicht, dass es wirklich ein Fuchs in Wirklichkeit ist. So, ja. Das ist mein Weltraumfuchs. Die Wahrheit. So. Ich verkaufe die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Das interessiert ihn nicht. Die Wahrheit, die will ich nicht wissen. Vielleicht mag das ja endlich mal die Punkerin. Die Punkerin sollte sehr interessiert sein an der Wahrheit. Oder? Hallo? Ich muss sagen, von weiter weg sieht das gar nicht so geil aus. Der gefällt nie was, der Maggie.